das Video Deluxe. Wo man dann quasi alles so ein bisschen verschieben kann. Das passt ja dann schon mal ganz gut. Dann gehe ich jetzt nochmal. Ich brauche echt hier die Hilfe beim Spiel. Sonst würde ich ja nicht durchsehen. Ja, habe ich gemacht. Okay, jetzt muss ich mit dem Hammer drauf. Wie? Das Ding ist wieder weg, oder was? Oh, leck mal am Arsch, ey. So, Bodenplatte. Ja, habe ich. Zeig mir mal, wie es geht. Jo, habe ich. Dann gehe ich jetzt hier weiter. Okay. Oh, noch mal. Konstruktionen ist in Ordnung. Hier will ich will hier drauf. Materialien, Werkzeuge, Sandkasten, andere. Was haben wir noch? Ja, ist ja nur das hier. Gut. Magnet deaktivieren. Ja, aber was mache ich jetzt? Dann haben wir das schon mal. Wir haben jetzt diese beiden Platten. Und wir haben jetzt den Betonmischer. Gut, dann nehme ich mal den, das hier. Hier steht einschalten, ausschalten. Das habe ich gemacht. Das habe ich gemacht. Kann man mal jemand erklären, was denn nicht so funktioniert? Ist ja merkwürdig. Gut. Okay. Wir machen es einfach mal. Auch wenn ich gerade überhaupt keinen Durchblick habe. Manchmal, das Spiel ist doch echt etwas schwieriger, als man denkt, wa? Die brüllen ja gerade im Fernsehen so rum, ey.
wegen einem Jungen, der eine Puppe hat, die sich da irgendwie bewegt, so eine Art Horrorpuppe. Naja. So wie es bei amerikanischen Familien eben ist, die haben alle ihre Geister im Haus. Okay, da hat eine kleine Lücke hier drin. Ist aber auch in Ordnung. So. Gut. Ehrlich jetzt so? Hm. Ja, wir haben hier irgendwie eine Lücke drin, habe ich das Gefühl. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich mache gewaltig was falsch. Bevor ich hier, ich würde vorschlagen, ich mache mich erstmal in andere Missionen, weil ich bin ja echt gerade etwas überfordert. Bevor ich jetzt hier weitermache, am besten, wenn ich hier keinen Horrorfilm neben mir zu laufen habe, der mich ein bisschen gruselt. Das ist dann schon etwas anderes. Und dann, ja, dann werde ich mal schauen, wa? Wie das jetzt so funktioniert. Hör mit diesen scheiß Betonmischer. Das nervt so ein bisschen. Und ich kann die jetzt nicht mal aufheben, also das ist so ein bisschen doof. Ach, wisst ihr was? Einmal weg bin ich scheiß. So, auch hier. Machen wir mal alles weg. Gut. Die ganzen Entwürfe und so weiter. Gehen wir mal raus. Erstmal hier speichern. Und dann beende ich einmal mal diese Runde. Diese Runde war ja wohl nichts als Satz mit X. Jetzt gehe ich mal. Ich gehe jetzt mal auf Beenden. Mal gucken. Ja. Zurück zum Hauptmenü. Jetzt schaue ich mal, wenn ich jetzt auf die Weltkarte gehe, spielen. Bin ich eigentlich hier. Fortsetzen. Das mache ich aber später irgendwann mal. Und gehe dann einfach auf eine andere Welt. Zum Beispiel hier. Was ist denn das hier? Ist mittelmäßig, da können wir uns mal ein paar andere Sachen anschauen. Das ist auch hier ist ein Sandbox da. Und ja, müssen wir mal gucken, war. Auswahl ist ja hier genug. Da unten ist natürlich nichts, da unten will ja keiner wohnen. Und ja, was können wir machen? So. Zum Beispiel hier, das wurde eigentlich, das war eigentlich so, was ich als nächstes machen wollte. Spielen 2220. Das ist das, was wir fortsetzen. Das ist ein Shop-Angebot. Ob das meine Level schon so ein bisschen Level Sandkasten. Mann, das ist alles doof. Mittelmäßig. Wir können ja etwas machen. Ist ja kein Problem. Da müsste man nur mal schauen, dass wir dann etwas, ja, vielleicht etwas finanzieren, um dann etwas zu bauen. Mal gucken. Hier zum Beispiel. Ist ja nicht so schlecht. Nur ich habe mich gerade mit dem Projekt etwas. Ich glaube, ich brauche da ein bisschen mehr Ruhe. Da muss ich mir mal einen Gedanken machen und einen Kopf machen und mal schauen, wie das so funktioniert in diesem Spiel. Ja. Ich kann ja mal gucken hier. Was haben wir jetzt hier? Ich kann ja mal hier raufgehen. Ja. Dann haben wir natürlich das hier drauf. Tapfere Traperhütte. Damit ich da gleich abspeichern und so weiter.
Mal gucken. Vielleicht kriegt man ja alle Häuser geknackt hier in diesem Spiel. Vielleicht sind das ja noch nicht alle Häuser, weil es sind ja ein bisschen wenig. Vielleicht werden dann noch welche freigeschaltet, wenn wir den Rest auch gemacht haben. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Nur dazu müsst ihr mal laden. Manchmal habe ich das Gefühl, YouTube hat ein kleines Problem. Erst hatte ich 1015, jetzt habe ich 1012 auf einmal. Drei Abonnenten gleich weniger. Ich glaube, das machen die mit Absicht. So, los geht's. Ich werde es speichern. Ja, das Spiel ist gespeichert und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, noch viel Spaß und tschüss.